Was geht ab, YouTube? Jordan und Sammy, die sind gebannt worden und die hauen jetzt ein Statement raus. Ich bin mehr als gespannt. Wahrscheinlich die beklopptesten zwei Typen aus YouTube Deutschland. Positiv gemeint. Also ich finde das relativ witzig, was die machen. Guckt euch den Raum an, die sind völlig durch, aber witzig. Sagen, wir nehmen einen schönen kräftigen Schluck von Field No. 7, besser Eistee der Welt. Keine Werbung, bitte sponsort mich, Bruder. Bitte, bitte. Ich liebe diesen Eistee, aber es gibt ihn irgendwo einfach fast. Gönnt. Ey, Spaß beiseite. Ne, das soll ein bisschen ernsteres Ding werden, Freunde. Ihr liegt überall Hotchip, ja? Junge. Freunde, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wir haben erstmal ein Statement rausgehauen. Ich kann das nicht, Freunde. Ja, wir wissen nicht, wie das geht. Wie ihr seht, erstmal an alle, die sich Sorgen gemacht haben, Freunde, vorab. Es geht uns trotzdem gut. Ich weiß trotzdem, Bruder. Ich weiß gar nicht, wo ich abkommen soll. Das Ding ist halt, Twitch-Permaban ist richtig scheiße, ne? Die zerstören ja ihren ganzen Streaming-Raum, die eskalieren komplett, rasten aus. Aber das muss auch bezahlt werden, ne? Und ich glaube, die hatten immer ganz gut Zuschauer. Vor allem das Schlimmste ist, niemand kann mehr auf die reagieren. Weil deswegen bin ich offline, wäre ich jetzt auf Twitch, könnte ich auch gebannt werden. Freunde, gestern ist viel passiert, ihr habt bestimmt mitbekommen. Freunde, wir sind Menschen, wir lachen immer, Freunde, aber unser Leben ist gerade von so auf so runtergeflogen. Freunde, nicht nur unser Leben, auch ich bin geflogen. Ich erkläre euch einmal die Situation. Ja. Ich weiß nicht, was der Behinderte in seinem Kopf hat, warum du aus dem Fenster springst, aber das macht man auf jeden Fall nicht. Du, Bruder, bist ein schlechtes Kopf. Du kannst runterspringen, okay, sag nichts dagegen, aber wer macht einen Köpfer aus dem Fenster? Das war wegen Rot. Ey, Freunde, jetzt mal Spaß beiseite. Viele fragen sich wirklich, was passiert. Freunde, ich weiß nicht warum. Ich bin auf jeden Fall kein gutes Vorbild, macht mir nicht nach. Ah, scheiße. An Twitch und alle, die da zugeguckt haben, es war nur ein Stunt. Ich bin ein perfekter Schauspieler, macht euch keine Sorgen um mich und entbannt uns wieder. Freunde, wir sind permanent gebannt bis jetzt. Wir versuchen gerade zu regeln. Übrigens, trotzdem streamen wir, weil wir vermissen euch, wir lieben euch und wir können nicht mehr ohne Stream. Das heißt, Freunde, morgen, sofort morgen, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, morgen, Kick. Mittwoch, der 25. Kick September. Kick oder YouTube, da haben sie 500k. Ich sehe, aua. Aber Kick gibt mehr Cash, ne? Schwierig. 20 Uhr werden wir auf YouTube streamen, bis okay. Wir wieder in Ball sind. Einfach gespannt. Ey, ich will morgen jeden auf YouTube sehen. 20 Uhr, sei dabei. YouTube, Jordan und Sammy Hall. Ey, seid nicht traurig, Freunde. Unser Content bleibt gleich. Wir nehmen trotzdem alles auseinander. Nur, wir werden vorab erstmal auf YouTube rübergehen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Die haben uns gesagt, das ist halt ein Permaband. Es kann also sein, ganz kurz, Permaband heißt, wir sind für immer und ewig gebannt. Sind behindert? Wir sind aber jetzt mit ein paar Leuten in Twitch in Kontakt. Auch viele Streamer, muss ich sagen, echt korrekt an die Streamer. Gut, versuchen uns gerade zu helfen. Ja, ist halt schwierig, ne? Twitch sitzt halt immer noch in den USA und wenn du gegen Toss verstößt, ey, ich gönne den vom Herzen, Digga, der ist aus dem Erdgeschoss gesprungen. Aber es ist halt Toss so, ne? Es ist halt unnötige Sachen dabei, aber ganz anderes Thema, was Twitch dafür scheiße teilweise fabriziert. Aber ich wünsche natürlich von Herzen, dass sie wieder auf Twitch können, ne? Wir werden auch einen Anwalt einschalten, aber erstmal werden wir, damit wir trotzdem streamen, ab morgen 20 Uhr auf YouTube streamen. Für uns gibt's keinen Stopp, Freunde, deswegen und seht ihr uns einfach weiter nach YouTube. Aber echt, du musst weh. Das meine ich, Digga, die sind geistig komplett abwesend. Digga. John ist auch richtig geschürt, Alter, er ist so durch, der Junge. Aber ey, ohne Witz, die sind jung, die haben, ach, die, das ist eigentlich das Witzigste der Welt, dass die bauen nur Scheiße und verdienen damit richtig viel Kohle. Also, ich gönne denen das vom Herzen, hätte ich auch gerne gehabt früher. YouTube. Ey, Freunde, ich erkläre euch einmal, guck mal, ich erkläre euch die Situation. Wie soll ich das jetzt zeigen, ja? Wir drehen die Kamera, Alter, ja. Freunde, es ist viel zu hell, es ist zu hell draußen. Okay. Ganz gut, ich bin hier aus dem Fenster gesprungen. Boah, Freunde, ich bin so aus dem Fenster gesprungen, ihr habt gesehen, mit Körper voraus. Und Freunde, ich muss euch sagen, wir haben draußen eigentlich eine Garage, Freunde. Das heißt, ich dachte, ich werde die Garage treffen, wenn ich rausspringe. Das Ding ist, weil ich so mit dem Körper gesprungen bin, war ich irgendwie zu schnell und zu steil und habe schon beim Sprung gemerkt, ich werde die Garage nicht schaffen. Ich bin mit meinen Händen, habe ich trotzdem die Garage berührt, habe mich festgehalten, aber weil ich zu viel Schwung hatte, bin ich sofort abgerutscht und auf den Boden geklatscht. Also ich bin nicht sofort von oben 5 Meter auf den Boden geklatscht, sondern ich hatte einen ganz kleinen Halt. Der hat zwar nichts gebracht, ich bin trotzdem auf den Boden geklatscht. Einfach, Bruder. Ich schwöre, du hast Glück. Boah, was wäre, wenn
Du gut. Mit dem Kopf auf den Boden gekackt. Der hatte noch Glück, dass das sein Knie war. Bro, was, wenn er sein Kopf war? Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Gar nichts mehr. Fünf Meter ist Matsch. Ja, ne? Ja. Auf jeden Fall. Hat sich einen Helm an, Digga. Bin ich dann hingefallen. Ich bin irgendwie auf mein Knie gefallen. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, es ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, ihr habt es gestern im Stream gehört. Das Video wird auch morgen nochmal online kommen. Krankenwagen kam, es ist nichts passiert, das Knie war schon, ist schon gut angeschwollen auf jeden Fall. Ich habe für Stabilisierung erstmal Tape bekommen, jetzt habe ich einen Verband bekommen, beziehungsweise Verband wurde drum gemacht. Ich kann normal auftreten, Chat, es tut beim Auftreten nicht weh, aber ich kann mein Knie nicht anwinkeln. Also ich kann es wirklich nicht anwinkeln, dann tut es schon weh, muss ich sagen. Am Ende des Tages, Freunde, Glück im Unglück. Ne? Auf jeden Fall, bester Mann, Alter, Glück im Unglück. Ich war für dich da. Wir haben es geklärt bekommen, aber Freunde, macht euch keine Sorgen, auf jeden Fall. Ey, warte mal kurz. Hä? Wir sind am Donnerstag live auf YouTube, Oktoberfest. Das auch noch. Bruder, wie soll ich das nur bei machen, Junge? Wie soll ich da tanzen? Wir holen ja einen Rollstuhl. Wir holen ja einen Rollstuhl. Ich schwöre, der Typ, du kannst dein Bein abpacken, die wird das nicht schocken. Aber Freunde, alles ist ja egal, Freunde. Am Ende des Tages geht's uns gut. Geht's dir gut, Jordan? Das ist das Wichtigste. Und auch, wie gesagt, nochmal an die Leute. Macht's nicht zu Hause nach, wir sind Stuntsmen, es war nur ein Stunt, wir sind Schauspieler, alles gut, alles schön und gut. Twitch entbannt uns, schreibt einfach Twitch. Freunde, wie gesagt, wir wurden bis jetzt permanent gebannt, das heißt für Monty. Alles. Ich zähle jetzt wirklich auf euren Support. Ja, geil, dass du als Suizidversuch oder was hat Twitch dazu gesagt? Belastend. Ich will sehen, wo die Soldaten sind, Baby! Mach die Glocke schon mal an auf unserem Highlight-Kanal, genau wo das Video drauf kommt, mach die Glocke an, damit ihr die Benachrichtigung bekommt, dass wir morgen um 20 Uhr live sind, Freunde. Es geht los, wir mussten vielleicht auf sein Knie ein bisschen achten. Also ganz kurz, erstmal, wir werden morgen auf YouTube erstmal streamen und so lange, bis wir wieder entbannt sind. Und falls wir die Nachricht kriegen, dass wir wirklich für immer gebannt sind, dann ist unsere neue Plattform YouTube. Aber es ist egal, wo wir sind, ob auf Twitch, auf YouTube, auf TikTok, auf Insta. Wir sind die geilste Community. Wir sind die geilste Community. Zähl auf euren Support, aber es werden trotzdem geisteskranke Sachen kommen. Der Content wird sich nichts ändern. Ich sag doch eine Sache, ändern, was morgen und ich werde bei 500.000 Abonnenten aus dem Fenster springen. Baby, baby! Oder nicht? Nein, Junge. Digga, die Jungs sind so kaputt. Die sind so durch. Ne, das mal, damit ihr schon mal Bescheid wisst, morgen im Stream um 20 Uhr fangen wir damit an. Mehr sage ich nicht. Boah, ich setz mich drauf. Ja. Stefan hat den zweiten. Er fliegt mit Schmerz und dann fließt in den zweiten Knie. Freunde, wirklich. Sein? Gestern war es kein Spaß. Wir haben uns jetzt ein bisschen auch beruhigt. Deswegen können wir wieder lachen. Freunde, lacht auch. Es ist nichts so Schlimmes. Das Einzige wirklich, was schlimm ist, ist der Permaban, dass wir für immer gebannt sind. Wie gesagt, Freunde, morgen, 25. September, 20 Uhr. Ich will alle sehen. 100.000 Leute will ich sehen. 100.000 Zuschauer, Baby! Freunde, Kuss geht raus an euch. Ey, macht euch noch einen schönen Tag. Nein, Bruder. Was denn? Ich will wieder streamen, ja? Freunde, wir müssen sagen, das war ein Stunt, okay? Wenn einer fragt, das war Stunt, das war Schauspielerei. Und Freunde, ich liebe euch, ja? Ich höre, ihr habt euch so um... Ich würde schon wieder... Ja, was machst du schon wieder? Ich würde dir einen Kuss geben, weil ich... Tja, die sind aber ein bisschen schizophren, die Jungs, ey. Die leben im ganz anderen Universum, Digga. Ah! Gib auch mal einen Kuss, schnell. Ekelhaft. Freunde, seid die geilsten. Nein, Bruder, dich will ich nicht küssen, Junge. Du bist eklig, Junge. Hör auf damit. Boah, was denn, Junge? Du hast meine Seele gestern genommen, Junge. Bruder, aber starker Einsatz, wie der runterkam. Der war so voll nervös. Der so, hey, was soll ich machen? Ja. Aber ich feier das, Bruder. Das ist gut. Ja, Bruder, ich bin für dich da. Du lachst mich aus, als ich hier fast am Liegen war, Bruder. Meinst du was? Ja, ich meine das so, Bruder. Freunde, wie gesagt, morgen geht's weiter auf YouTube, bis wir entbannt werden. Ich hoffe, wir werden entbannt. Also keine Sorge, wir sind trotzdem meine Familie. Ich liebe euch. Danke noch auch an die gewissen Twitch-Streamer. Zum Beispiel Roat, Hamed und so weiter. Auch jetzt ASITV hat gerade geschrieben. Skurrows, viele haben geschrieben, Abu Gurkot angerufen. Skurrows, Digga, weiß genau, wie es läuft, Digga. Der hat sich auch schon zu Twitch zurück eingeklagt. Nicht nur sich, auch Orange und Orange. Die haben sich beide zurückgeklagt. KuchenTV, das lief, glaube ich, alles über Skurrows. Also, wenn jemand Stress hat mit Twitch, Skurrows weiß Bescheid. Viele haben wirklich geschrieben und gefragt, wie es geht, ob die helfen können. Echt geil. Ich muss sagen, wir haben 2 Jahre jetzt. Du weißt, immer kurz davor, den Popel zu essen. Achte mal. Immer du kurz davor. Geht, ob die helfen können, echt geil. Bruder, ich mach gerade Aufnahme, geht nicht. Und Twitch Community ist eigentlich schon geil, Alter. Wir haben jetzt 2 Jahre Twitch gemacht, Freunde. Wir haben unser Leben, ihr müsst euch vorstellen, uns wird gerade alles quasi genommen. Wir haben unser ganzes Leben, unsere ganze, Freunde, wir ernähren damit unsere Familien, wir ernähren damit Leute, wir geben Geld Leuten, Arbeitern, die ernähren damit ihre Familie. Also es ist schon gerade sehr, sehr hart, auch wenn wir lachen, aber Bruder, ich bin jung, brutal und gut aussehend. Was soll ich dir sagen? Bruder, alles wenn Twitch nicht geklappt hat. Ja, wirklich. Ihr Leute, merkt daran euch das im alles Leben. Hat einen Grund. Alles hat einen Grund. Die Tür wird geschlossen, eine neue wird aufgemacht. Ab morgen sind wir einfach 100.000 Zuschauer auf YouTube. Alter, und dann bricht man 2 Knie. Freunde, wir sind. Nein, Bruder, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht, Freunde. Freunde, wir sind wirklich Stuntsmen, Schauspieler, professionelle Stuntfahrer. Uns kann nichts passieren. In dem Sinne, Freunde, wir sind. Chill mal, Bruder, darf ich noch mal reden? Boah, wir lassen das wieder auf Uncut. Sorry.
Bruder, komm nicht um mein Knie, Bruder. Freunde, morgen 20 Uhr YouTube. Bye, bye. Ja, toll. Fuck. Fuck. Digga, die haben so mies in einer Klatsche, Digga. Ah, feier ich hart. Ich hoffe, die Jungs werden entspannt. Wir sehen uns.